wird geschaukelt. Wieso, was kann man da erleben? Also wir sind von der HTL Perg. Wir berechnen durch die Schwingung die Masse des Probanden. Wir setzen den Probanden in den Korb rein, lassen den 10 Sekunden lang schwingen. Durch die Schwingung, die wird da am PC dann aufgezeichnet, wissen wir die Periodendauer. Aus der Periodendauer, die schreiben wir in eine bestimmte Formel rein. Und aus der berechnen wir dann die Masse des Probanden und die gleichen wir dann mit einer Waage ab und dann wissen wir, wie schwer der Proband ist. Und wie genau funktioniert jetzt diese Astronautenwaage? Von 30 bis 70 Kilo aufs Kilo genau. Von 20 bis 30 haben wir meistens ein Kilo Abweichung und ab 80 haben wir schon 3, 4, 5 Kilo, einfach weil die Feder zu schwach ist. Und wie viel ist das Maximalgewicht, das zugelassene? 100 Kilo, nur dann streift man schon am Boden.